Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem Lieblingskanal für Schiffe aus Metall. Nicht nur aus Metall, sondern auf denen auch Metall gespielt wird. Wir geben uns nämlich eine Dokumentation über ein Heavy-Metal-Kreuzfahrtschiff. Das gibt es wirklich, das nennt sich Full Metal Cruise. Und da treten Bands auf einem Schiff auf, Metal-Bands, da wird viel gesoffen. Da sind lauter Metal-Heads auf einem Kreuzfahrtschiff. Passt erstmal nicht so zusammen, soll aber total kultig sein. Und wir haben uns gedacht, komm, wir gucken mal rein in eine Welt, die man sich so hätte auch nicht vorstellen können. Wisst ihr noch, die letzte Kreuzfahrt-Doku, die wir gesehen haben, war mega. Ey, Digga, wir probieren alle Kreuzfahrtschiff-Dokus durch. Irgendwann wird schon eine gute dabei sein. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Wenn ihr jetzt gerade in die Kommentarsektion geslidet seid, um jemanden zu finden, der diesen Mega-Insider erklärt, dann, wenn ihr runterscrollt, könnt ihr direkt einen Daumen hoch da lassen. Ja. Dankeschön. Das stimmt. Der war wirklich gut. An dieser Stelle würde ich mal sagen, hier rein in den stählernen Aal. Ja. Okay, Mucke, geht schon. Kreuzfahrtschiff. Ein Ort der Ruhe. Traumschiff. Ein Ort, an dem man verwöhnt wird von erstklassiger Küche und perfektem Service. Am Nachmittag zum Tanztee und am Abend mit dem Kapitän beim Dinner sitzen. Gibt's denn doch Tanztee? Auf dieser Reise ist alles anders. Dresscode schwarz, Jeans und Band-T-Shirt. Lange Haare sind kein Muss, aber gerne gesehen. Auf dieser Reise geht's um Schwermetall, Rockmusik und reichlich Bier. In der ersten Stunde haben wir 40 Fässer gebraucht. Wir rechnen Alright. Die fünffache Menge. In der ersten Stunde der haben ersten sie 40 Stunde. Fässer gebraucht. Das ist nur gut. An alkoholischen Getränken. Volle Beschallung fast rund um die Uhr. Mit über 20 Bands an Bord. Darunter echte Metal-Legenden wie Doro. So Familie gibt es, glaube ich, nirgendwo. Das ist echt super. Wir machen hier kleine, edle Konzerte und keine großen Shows. Für diese kleinen, edlen Konzerte wird containerweise Equipment an Bord geladen. Über 120 Mann bauen hier auf und verwandeln das Schiff in eine schwimmende Open-Air-Bühne. Richtig geil. Wir haben jetzt hier roundabout 100 Tonnen Zusatzmaterial für die Full Metal Cruise. Über 2000 Rock. Davon sind 80 Tonnen Wetten, sind Bier. Fettig. Ich glaube, jetzt ging es tatsächlich nur um die Technik, Olli. Ja, also. Alter, das ist ja krass. Überleg mal, wenn das Schiff sinkt, das ist ja schon ein krasser auch Gegenwert, der dann da... Der da einfach weg ja, ist. Ja, ich glaube, das Schiff an sich ist teurer als das Equipment. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Auf einer Reise über das Mittelmeer. Das Schiff wird beladen mit Soundanlagen, ausreichend eine Kleinstadt zu beschallen. Heavy Metal rund um die Uhr. Dazu ein paar Bier. Full Metal Cruise. Er war ja mein absoluter Favorite. Moment. Da. Mega. Geil. Wo bin ich hier? Ja. So gar nicht hier wieder. Er wollte unbedingt auf dem Rave, Alter. Ja. Ey, jetzt stellt euch mal ein Szenario bitte vor, ja, wo wir jetzt auch gerade schon die Jungs gesehen haben, die hier da standen und gesagt haben, saufen! So, stell dir mal vor, du bist gestrandet auf einer Insel. Ja, du bist monatelang gefangen, schaffst es gerade so zu überleben. Baust dir einen Floß, raus aufs offene Meer, hoffst darauf, gefunden zu werden. Hörst in der Ferne plötzlich ein und es kommt immer näher und je näher es kommt, hörst du immer mehr und dann fahren die einfach an dir vorbei, weil die alle hardcore besoffen sind, die Musik viel zu laut ist, als dass sich einer wahrnimmt. Könnte so passiert sein. Aber es müsste ja dann auch für die Crew gelten. Die sind alle besoffen. Ich glaube, die sind alle besoffen. Okay. Mhm. Keine weiteren Fragen. Rund um die Uhr. Dazu ein paar Bier. Full Metal Cruise auf der Mein Schiff 1. Oh lol, war nein! War jemand im Bild, der ganz kurz nach Kim TNT aussah? Digga, der Titel ist ja Gold! Der ist ja Gold! Aber der Titel ist vor allem. Wenn das Mittelmeer zum Metalmeer wird, ist wirklich stark. Ja, wirklich richtig gut. Palma de Mallorca, 8 Uhr morgens. Im Hafen hat gerade ein Kreuzfahrer angelegt. Frisch zurück aus der Karibik geht es quasi nonstop weiter. Bis dahin muss tonnenweise extra Equipment an Bord verladen und aufgebaut werden. Hanno Mark ist einer der Hauptverantwortlichen. Managing Director nennt sich sein Job Torken. Tatsächlich überwacht und koordiniert er hier über 120 Mitarbeiter.
Du weißt, wer die Steve Doring Gang ist, wer dazugehört. Ist das klar? Auf jeden Fall ist das das Letzte, was an Bord geht. Erstmal kommt der andere Kram. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass der nicht angeheuert hat, weil der nicht Metal mag, oder? Der gerade, der Junge, der sah aber mal sowas von nach Metal-Fan aus. Was bei großen Open-Air-Veranstaltungen ich weiß gar nicht, ob da nicht zum Teil schon irgendwie so bekannte Roadies dann jeweils von den Bands auch bei sind oder so. Kann oder durchaus ihre sein, eigenen, ja. Ihre eigenen Stage-Engineer oder keine Ahnung, ob es so einen Job gibt, ob die sowas haben. Ja. Muss hier nicht mal 16 Stunden stehen. Die Full Metal Cruise. Ein ambitioniertes Projekt. Zieh die ran, wir sollen arbeiten, die kosten Kohle. Du bist Profi, mach Profi-Ansagen. Ich bin völlig entspannt, alles gut. Aber ich rede immer so schnell. Der ist geil, der Typ, den mag ich. Wir haben jetzt hier roundabout 100 Tonnen Zusatzmaterial für die Full Metal Cruise. Das heißt Beschallungsanlagen, PA-Systeme, Beleuchtungsanlagen, Bühnensysteme und. Zusätzlich Merchandising, Zubehörkram für Büro und alles, was dazugehört halt. Das muss jetzt hier grundsätzlich auf Papier vorbereitet werden. Dann gibt es eine K9-Unit, eine Hundestaffel, die das grundsätzlich checkt auf explosive Stoffe und Drogen. Bauen ist gut, Kontrolle noch besser. Am Ende ist alles in Ordnung mit dem 2 Millionen Euro teuren Equipment. Die Full Metal Cruise 2 war innerhalb von 2 Stunden ausverkauft. Diejenigen, die eines der rund 2000 Tickets ergattert haben, checken nun ein und arbeiten erstmal am Image. Das erste Bier fließt bereits. Metal-Fans aus 10 Nationen stehen hier an, die meisten aus Deutschland. Roland Meyer hat außer Frau Patricia noch eine ganze Horde wild aussehender Menschen mitgebracht. Auf Festivals mit Freunden feiern, sein Ausgleich vom Berufsleben als Prozessadministrator. Also bei uns ist ja Premiere. Wir die Truppe, ey. Kämpfen aber uns durch und alle Festivals in Deutschland. Und ja, jetzt probieren wir mal hier diese Metal Cruise aus. Wir wollten schon bei der ersten dabei sein, war leider ausverkauft. Wir beide haben uns beim Bierchen kennengelernt. Wir waren alle im selben Hotel und ja, passt eigentlich alles. Den Rest haben wir im Flieger kennengelernt hierhin. Ja. Tolle Truppe. Ja, hinten links gehörte aber auch nicht so richtig dazu, oder? Sag mal jetzt nicht. Hier, guck mal. Hinten links ist auch so, bin ich hier richtig? Seid ihr Truppe B? Haben wir im Flieger kennengelernt mit dem Fischbauen. Ja. Tolle Truppe. Geil. Metal ist eine Familie. Weltweit. Ja. Guck mal, wir holen mal ein Bierchen, ne? Ja, danke. Die Party startet noch vor dem Check-in. Für sein Hobby investiert Roland einiges. 2.800 Euro für die Metal Cruise zum Beispiel. Inklusive Ehefrau, exklusive Flug. Woran erkennst du, dass du auf Malle bist? Die ersten Instrumente und Bühnenteile haben es inzwischen. Die Leute saufen San Miguel. Kurze Pause für Managing Director. San Miguel geht doch voll klar. Die hält er mit Lutz Meiler, einem ebenfalls wichtigen Strippenzieher der Reise. Ah, 2.800 Euro kostet das Ticket. Dann ist alles cool und so weiter, dann ist alles Bingo. Kennt ihr den hier schon? Das ist Lutz. Lutz, the master of all. Steht das wirklich? Wenn alles läuft, habe ich den ruhigsten Job, den man sich hier vorstellen kann. Dann war nämlich die Planung im Vorfeld gut. Wenn dann irgendwas dazwischen kommt, was bei so einer Großveranstaltung immer mal sein kann, dann muss ich irgendwie mal kurz aktiv werden. Wenn es dann läuft, dann läuft's, oder? Walle. Der Job auf dem Kai ist erledigt. Es geht rein ins Schiff. 3 Bühnen sollen bis zum Abend stehen. 120.000 Watt Soundleistung. Ah, und Mädels, wie sieht's für euch in der Musik aus? Hier, oder ist da schon jemand? Würde ja auch hier, wie soll ich sagen, verschiedene Kategorien geben von Tickets. Also werden ja nicht alle 1,4 kosten pro Person. Du wirst wahrscheinlich auch günstiger oder erschwinglicher zumindest einsteigen können und dann schön Außenkabine mit Luxusinterieur, so nach dem Motto, kostet dann wahrscheinlich auch gleich wieder. Also Essen und Getränke inbegriffen oder nochmal extra? VIP 1, 2 und 3. Na, eigentlich, ach, deswegen wundere ich mich, weil eigentlich ist es. Nummer 1,4 ist das günstigste, sagt er. Also sagt jemand im Chat, Will Ross sagt das. Mhm. Ja, in der Casino-Bar verdünnt alles inklusive ist, denke ich mir so, ja, das jetzt weiß ich auch nicht, wie lange es geht. Ich bin ja auch immer bei so einer Kreuzfahrt, denke ich auch immer an. Ich glaube, 3 Tage. 3, 4 okay. Tage, 3, 4, 5 Tage irgendwie so, ja, okay. Glaube ich. Okay, kann sein, dass es da. Ja, waren auch schon Leute da aus dem Chat, ja. Nice. Oh, ich war da. Ist die Gäste. Fünf. Es wird Baccarat und Roulette gespielt. Mhm. Aber nicht auf dieser Reise. Das sind unsere Roulette-Tische. Roulette wird nicht gespielt. Wir brauchen Platz hier. Deswegen verschwinden die beiden Roulette-Tische hier vorne, um einfach mehr Fläche vor der Casino-Bühne zu haben. Und die bauen wir nachher ab.
Glücksspiel war gestern. In 4 Stunden ist die Casino-Bar ready to rock. Weiter oben wird parallel das Pooldeck zur Hauptbühne umgebaut. Mit hallerlieben, fetten Alter, Sound. Falter, auf dem Schiff ey. Gibt's nur die Light-Version eines klassischen Hardrock-Festivals. 262 Meter Länge, 32 Meter Breite und 53 Meter Höhe setzen die Grenzen. Ey, aber mal kein Scheiß. Die Bühne steht da, da ist der Pool. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr geil ist. Da in dem Pool und dann das Ich kann mir schon vorstellen, dass die Gesamtmenge an Pisse, aus der der Pool binnen kürzester Zeit besteht, wenn die Leute da drin stehen, um der Band zuzuhören und zu feiern, richtig exorbitant viel ist. Digga, die haben da so ein Rohr mit Chlor, was einfach reinballert ins Wasser, um das zu neutralisieren. Glaube ich aber auch. Jemand, der sicherlich anfängt und schon mal was von Lautsprechern und Lampen gehört hat, wird sowas ja nicht sofort auf die Reihe kriegen. Halt. Das ist halt schon ein bisschen komplexer. Halt. Es ist ein ewig langer Prozess der Akkreditierung, des Briefings mit ganz vielen verschiedenen Stellen und ein sehr umfangreiches Projektmanagement, was halt dahinter steckt. Diese Sache bereiten wir hier zum Beispiel speziell, weil wir das erste Mal ab Mallorca operieren, schon seit Ende 2013 vor. Nichts ist perfekt, nicht mal die genaueste Vorplanung. Die Zusammenarbeit zwischen den spanischen und den deutschen Kollegen läuft gut, aber eben nicht perfekt. Yes, sir. Sag mal, wir schieben hier diese Laderampe immer von der Mulde weg. Muss das? Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich kann es ja vor Ort mal klären, warum sie es machen. Ich sehe das eigentlich auch nicht als notwendig. Wir brauchen nur andocken und dann ist fertig. Manche Probleme lösen sich von selbst. Alles an der Rampe im Lot. Wo sind wir so viel Zeug, Mensch? Wir haben einen spanischen Bühnenbauer zum Beispiel, der uns auf dem Pool die Bühne installiert. Wir haben diverse Servicedienstleistungen, die um das Schiff herum passieren, die auch hier von Mallorca halt kommen. Und bis jetzt muss ich sagen, irgendwie, ja, viele schimpfen auf spanische Verhältnisse, südländische Verhältnisse. Nö, ich bin ganz zufrieden, das funktioniert wirklich ganz gut. Wir müssen natürlich intensiv briefen hier und gucken, wie das geht, weil das machen die eben auch nicht. Also gar nicht tagtäglich, was wir hier gerade machen. Und deswegen ist das halt natürlich schwierig mit jeder neuen Sache. Aber wie sage ich zu pflegen, einfach kann jeder. Für den zahlenden Metal-Gast soll es letztlich so aussehen, als sei alles ganz einfach. Deswegen arbeitet hinter den Kulissen ein 20-köpfiges Team, das auf alle Eventualitäten reagiert. Was Stars wie wir? Helene Fischer, Udo Lindenberg oder Rihanna hat der Veranstalter bereits an Bord gehabt. Wieso das also nicht ja mal Hardrock? Das Geschäft mit. Aber hast du gesehen, was brauchen wir? Walkie-Talkies zur Kommunikation und Unmengen Kaffee war die Devise, Alter. Die Kreuzfahrten buchen schließlich. Ja, das Meme war super, ey. Ja. Nee, die Band lebt ja davon, dass es ungewöhnlich ist. Und dann ist es halt nur konsequent, dass wir immer nach neuen Ideen suchen, neuen Themen, die sich auf Schiffen umsetzen lassen. Und dann landeten wir halt irgendwann mal bei Heavy Metal. Dann hat's fast anderthalb Jahre gedauert von der ersten Idee und der Kontaktanbahnung mit den Experten. Das ist eine Idee, die ist auf dem Festival entstanden oder so. Bis es dann wirklich zu einer Kreuzfahrt kam. Wacken auf See. Die Macher organisieren normalerweise das riesige Metal-Festival in Norddeutschland. Nun sitzen sie zusammen mit einem Reiseveranstalter in einem Boot. Zwei scheinbar völlig unterschiedliche Zielgruppen. Finanziell ein riesiger Erfolg und eine neue Herausforderung. Es sind einfach andere Dinge zu beachten. Auf einem großen Festival hat man eben keinen Seegang, das eine, aber natürlich gibt es auch Windstärken oder Windwarnungen, Wetterwarnungen. Hier ja, aber ich sag mal, andere, bis das Interieur zu schützen, also Bodenschutzmaßnahmen. Also bis dich der Seegang auf so einem Kreuzfahrtdampfer da wirklich tangiert, da muss ja schon einiges los sein, oder? Ja, weiß ich. Ich bin nicht so viel mit Schiffen bisher unterwegs gewesen. Ich weiß das gar nicht. Ja, auch nicht, aber ich hätte jetzt behauptet, wenn das Ding, umso schwerer das Ding ist und gerade so ein Kreuzfahrtcruiser, der wird da gut stabil im Wasser liegen, oder? Ja, tut's. Also tatsächlich. Ja. Der Wellengang muss ganz schön hart sein, damit du das mitkriegst. Mhm. Der Chat sagt, geht schneller, als man denkt. Who knows? 3 Meter Wellen reichen. Unterlegen so. Das sind sich ja Dinge, die für uns neu waren, die wir so nicht kannten. Das hat man auf der grünen Wiese nicht, das Problem. Und man muss hier an Bord alles mit Manpower bewegen. Es gibt keine Arbeitsgeräte, Gabelstapler oder sonst was. An Bord mischt sich das Publikum zusehends. Die Karibik-Urlauber dürfen noch bis zum Nachmittag hierbleiben. Die meisten ziehen allerdings die Flucht vor den bedrohlich wirkenden Neuankömmlingen vor. Doch nicht alle scheuen den Kontakt. Roland Meyer hat eine neue Freundin gewonnen. Rentnerin Ingrid Malmström. Digga. Jawoll.
Ich trinke Bier. Darum bin ich hier. Hat sie sich verirrt oder ist sie einfach die krasseste Rentnerin überhaupt? Nein, sie ist noch von dem Karibikurlaub. Ach so, Leute, ich dachte, sie ist für den Full Metal Cluster. Ich hab gedacht, oh Gott, und ich muss bis 16 Uhr hier bleiben. Und ich gehe an die Bar hier und treffe und ihn und noch den anderen netten Herrn und hab gedacht, warum hab ich das eigentlich nicht gemacht? Warum hab ich sie diese Reise nicht gemacht? Ja. Helga, hab richtig Bock! Are you ready for Ingrid. Boarding? Geil. Digga, die ist nächstes Jahr dabei. Kann schon sein. Arthur Rocker, ganz sanft. Ja, die verstecken sich. Vier Stunden sitzt die Hamburgerin hier bei der Metallergemeinde. Warum sind sie denn unter jetzt Tränen so? Nimmt sie Abschied. Was ist passiert? Die ist voll traurig, dass sie gehen mit muss. Mit der Musik wenig anfangen. Ja, ich wäre ja mitgekommen. Bei der nächsten Metal Cruise will Ingrid unbedingt dabei sein. Ich schwöre dir, was passiert ist, die war auf einer langweiligen Kreuzfahrt mit ihren Freundinnen, die alle super stinkend langweilig sind und sie hat sich wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang zurückgehalten, weil sich das halt nicht gehört. So nach dem Motto. Und hat jetzt einmal hier quasi so die, oh, guck mal, das sind Menschen, die sind einfach, wie sie sein wollen. Fühle ich gerade richtig. Klaus Dieter ist vor 6 Jahren schon an Prostatakrebs gestorben, so nach dem Motto. Ja. Seitdem hängt die in ihrer Schafkopf spielenden Frauenrunde da fest quasi, ne, in ihrem Dorf. Und hat jetzt festgestellt, scheiße, es gibt so viel mehr. Ja. Okay, ich fühle euch. Also das ist genau das, was ich da fühle. Ja. Klaus Dieter war die Liebe ihres Lebens. Sie hatte seit 6 Jahren gerade das erste Mal Spaß für 4 Stunden. Ja. Und denkt sich gerade, das hätte er immer für mich gewollt. Für die kommenden 5 Tage gehört das Schiff jetzt den Metalheads. Und Klaus Dieter oben im Himmel so, Ingrid, pass auf, deine Seele! Ingrid! Nee, Klaus Dieter saß schon oben. Klaus Dieter hat schon Kissbemalung im Gesicht und stand da. Nice, yes, gib mir. Jetzt beginnt ihre Traumreise. Ehepaar Meier bezieht eine Kabine mit Seebalkon und unter ziemlich lauter Beschallung geht Managing Director Hanno Mark auf die Suche. Der Auftrag, dafür sorgen, dass hier auch mal Ruhe herrscht. Ich suche jetzt Mute-Sockets, die wir installiert haben. Und zwar bringen wir einen Haufen spezieller Beschallungssysteme rein. Und wir haben ein Notalarmierungssystem hier an Bord. Das heißt, wenn der Captain einen Emergency-Call ausgeben muss oder so, dass alle auf Musterstation oder wie auch immer müssen alle anderen Beschallungsanlagen auf Schlag ausgeschaltet werden können. Und dafür gibt es ein spezielles Mute-System hier an Bord. Und Ist es eigentlich 2 Fragen dazu? Die erste: Ist das nicht notwendig, das System, weil das auf jeden Fall einmal kommt, weil, ich war ja noch nie auf einer Kreuzfahrt, daher die 2. Frage, ich mal meine gehört zu haben, dass auf jeder Kreuzfahrt irgendwie es nach so einem Personenwechsel oder Gastwechsel es Pflicht ist, dass eine so eine Notfallübung gemacht wird. Also, soweit ich weiß, ja. Kann sein. Aber das würde ja heißen, dass auf jeden Fall einmal eine Unterbrechung kommt. Ja, aber die machst du, also wir haben die zumindest gemacht, bevor es losging. Ach so, vor der Abfahrt, okay. Mir war nicht klar, ich dachte, die muss irgendwie auf hoher See oder so. Ich hätte jetzt gedacht, super strange ist dann übrigens mal, wenn du in Richtung USA fährst und dann plötzlich, und du kriegst es nicht mit, weil die kommen mit ihren eigenen Booten, das gesamte Boot voll ist mit Polizisten und Maschinengewehren und die alles kontrollieren. Richtig weirder Moment. What? Von den, die Feds oder so, wie die heißen dann in den USA, ne? Krass. Da muss ich gerade mal gucken, wo die Buchsen sind, die wir jetzt bauen lassen haben, ob sie auch wirklich da sind. Achso, nee, die Feds heißen die ja, glaube ich, alle. Hier, ich meine dieses for firearms tobacco and blablabla, bla, bla, Alkohol oder diese so. Diese 8 Damen und Herren kommen aus dem Schwimmbad und hätten bei all der lauten Musik an Bord mitbekommen, dass sie zur Seenotrettungsübung erscheinen müssen. Genau. Gäbe es nicht die Mute Sockets. Das müssen Brandenburger sein. Wieso? Der Spreewälder. Okay. Leute, es gibt einen Muss an Bord für die ganze Reise und das ist diese Seenotrettungsübung. Deshalb bitte ich euch, mir mal ein bisschen kurz zuzuhören. Dann kriegen wir das Ganze auch relativ schnell über die Bühne, weil nachher müssen wir noch zu den Booten. Er hat einen schweren Job als Anheizer. Diese Seenotrettungsübung einen
Wohlfühlmoment abzugewinnen. Gut, ne? Okay. Die Seenotrettungsübung kann Leben retten und ist absolute Pflicht für jeden Kreuzfahrtgast. Das etwas ungewöhnliche Klientel an Bord webt die Übung eher entspannt in die eigene Party ein. Ein schwieriges Unterfangen. Bei allem Spaß geht es hier um die Sicherheit an Bord. Ja. Letztlich wird's dann doch ruhiger. Kurzzeitig. Ja, da sind wir wieder. Wir gehen gleich schwimmen. Normalerweise fahren wir ja mit unserem Spreewaldkahn. Ja, der kann gar nicht untergehen. Der kann nicht untergehen. In einem Notfall nimm, wenn möglich, deine Rettungsweste, warme Kleidung und gegebenenfalls Medikamente mit. Alter, Leute. Das Schiff fährt los! Hey! Das Schiff fährt los! Ja! Mitternacht. Doch noch auf den Notfall vorbereitet, legen die 2000 Metalle ab. Der Alkohol fließt, die Bühnen stehen, alles ist bereitet für den ersten Höhepunkt der Cruise. Das erste Konzert auf dem Pooldeck. Und gleich zum Auftakt eine Metal-Ikone. Die Echo-Gewinnerin, die bekannteste deutsche Hardrockerin, Doro Pesch. Die kurz vor dem Auftritt ein wenig Hand anlegt für den perfekten Bühnenlook. Also ich muss sagen, mein Geschmack ist immer um die Augen schwarz. Und ich finde, es kann gar nicht schwarz genug sein. Wenn ich kein Make-up anhab, dann fühle ich mich irgendwie nackt und nicht gut. Und wenn ich morgens aufstehe, das erste ist dann der Kajalstift. Haare sind bei Metal natürlich auch immer wichtig, solange man noch welche hat. Viele Männer haben ja jetzt nicht mehr so. Ich will mir jetzt auch keine Feinde machen, aber ich finde Doro tatsächlich immer, habe ich das Gefühl, wenn ich sie sehe, mega sympathisch, wirklich, glaube ich, richtig sacksympathisch, aber ich habe immer das Gefühl, eine Schlagersängerin hätte sich bei Metal verirrt. Weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum, aber ich habe immer so dieses Gefühl. Aber ist cool. Also kann man absolut feiern. Ist ja auch eine absolute Legende, ne? Im deutschen Bereich. Also kennt man einfach so. Ist heftig. Meine Bands, ja, die haben noch schöne Haare, aber es ist natürlich bei Männern manchmal ein Problem. Ja, das ist jetzt mein Dressing-Room. Das ist immer ganz wichtig zum Fertigmachen. Und hier sind meine ganzen Bühnenklamotten. Und das sind meine Lieblingsschuhe, die habe ich schon seit 20 Jahren. Die habe ich damals auch in Spanien gekauft, denke ich, mit meinem Tourmanager. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich keine Show machen. So einen weirden Moment jetzt bekommen. Das sind also meine Magic Boots. Irgendwie haben die so viel Power und gute Energie und ich fühle mich einfach... Der Dressing Room, ja. Ready to rock. Caesar, Joghurt. Schön, dass ihr da seid. Welcome, Crusaders. Wer noch fehlt, sind die Stars des Abends. Doro Pesch und ihre Magic Boots. Eventchef Lutz Meile sucht beide backstage. Ist Doro schon da? Ist Doro schon da? Nein. Das ist die Antwort, die du nicht hören willst in dem Moment. Keine Ahnung, ist ganz schwierig. Auf dem falschen Schiff unterwegs. Adrenalin ist da oben. Ja, wir haben uns alle gefreut, dass du wieder da bist. Ja, ich mich auch. Toll. Ich mach's ja für die Fans und dann kann man sich noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen zusammen trinken. Also so familiär gibt's, glaube ich, nirgendwo. Das ist echt super. Kannst aber auch nicht abhauen. Geht gleich los. Wir befinden uns auf der Cruise und niemand anderes als sonst kann jetzt hier diese Bühne betreten. Gib mir eine dicke Hand. Jetzt bin ich richtig gespannt, weil ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt für Mucke kommt. Das ist halt so as classic as it gets. Erinnert euch der Typ auch an Kim? Der war im Port, also der war quasi im, hier. Stimmt, ja, ein bisschen, aber mit ein bisschen mehr Bart. Ja, yeah, sieht krass aus wie die Gimli-Version von Kim TNT. Ja. Wie die hartbärtige Version von Kim, Kim, Alter. Also, das ist ja der zweite Full Metal Cruise. Ich glaube, das ist schon ein paar Jährchen her. Hast du uns was zu sagen? Ja. Nope. Ich sage, es ist so klassisch, wie es wird, ne? Ja, das ist gar nicht meins. Vor über 30 Jahren haben die Fans Doro auch schon zugejubelt. Metaller sind ein treues Völkchen. Wenn man einmal ein Fan ist einer Band, dann bleibt man das für immer. Das ist nicht so, dass man einen Hit gut findet und dann zum nächsten Act wandert. Also zum Beispiel in der Popwelt ist es viel schnelllebiger. Aber sie hat eine Gemeinsamkeit mit dir, Flo. Weiß nicht, ob sie schon aufgefallen ist.
Mir ist es aufgefallen. Paul, ist es aufgefallen? Was denn? Sie klappert beim Reden. Schmuck. Ja, im Metal und im Rock, also das hält ewig. Und deswegen sind auch immer noch dieselben Fans bei unseren Konzerten. Oh, der Ton ist fies an der Stelle, Alter. Boah. Und das ist wirklich so eine eingeschworene. Irgendwas ist weird, ne? Ja, irgendein Fehler drin. Der Toningenieur da gemacht hat. Die Magic und die. Ja, ja. Da ist irgendein Fehler drin. Es ist was anderes. Das Geile ist, ich bin dadurch, dass ich mich. Bis nachts um drei feiern die Fans. Das klar wieder. Wieder. Kim, und ja, in den Armen prominent in der Doku, ja. Bier. Von zerlegten Bühnen oder wilden Exzessen keine Spur. Laut ist es auf der Metal Cruise, ja, aber die Nacht endet bei aller Lautstärke ruhig. Ich finde es so spannend, wie viele Leute jetzt schon gesagt haben, aber sie sieht so super aus für ihr Alter im Chat. Ja, ist cool. Ich habe halt keine Ahnung, wie alt die Frau ist. Doch. Aber ich muss tatsächlich sagen, vor 30 Jahren da schon aufgetreten ist. Ich muss tatsächlich sagen, also es gibt ja, also ich, ne, zum Thema Metal, ich höre es ja und ich höre es ja auch viel, aber ich bin halt super, super Mainstream. Also ich meine, eine meiner absolute Lieblingsband, immer wenn ich mich festnageln müsste auf meine Lieblingsband in Sachen Metal, ist und bleibt Wage War. Ja, Wage War super. Wenn es Metal ist, keine Ahnung, ob das jetzt Metal ist, weiß ich nicht. Ja, na klar. Aber Wage War ist dahingehend halt meine absolute Nummer 1. Digga, ich suche gerade nur nach Doro bei Google, ja, weil ich rausfinden will, wie alt sie ist. Erstes Suchergebnis, Doro, das Beste für Senioren. Nice. Marktführer für Seniorenhandys. Digga, sehr geil. Doro Pesch, so haben wir sie. Geboren 1964, das heißt, sie ist 57. Ja. Und was ich halt sagen muss, bei mir, ich kann halt bestimmte Sachen Metal mir echt einfach nicht geben. Zum Beispiel, Olli bringt mich komplett an meine Grenzen. Also was Olli sich wirklich dann gibt, ist, das löst in mir so ein Stress aus, weil dieses 256 BPM Schlagzeuggewitter plus so unendlich lange Instrumentalparts mit so sau, wirklich diese Riffs, die ich dann als nervig empfinde einfach, und es nonstop, ohne Pause, ich brauche halt so einen gewissen Gent-Faktor, ansonsten wirklich bin ich so schnell raus bei Metal. Und Olli auch gerne, ja, nee, das ist eine seichtere Playlist, Song 1, ich stehe da und denke mir, Pick Squirt, <wait. lacht> gib ihm, Alter. Wenn ihr wissen wollt, was Flo und ich so für Mucke hören, dann habt ihr tatsächlich You Come to the Right Place. Wir haben beide eine Spotify-Playlist, die öffentlich freigegeben ist. Meine ist schon wieder ewig nicht aktualisiert. Meine ist, Alter, auch nicht ganz aktuell. Ich muss schon wieder 50 Songs oder so dazu packen, glaube ich. Absolut. Sucht mal einfach nach Spaß mit Olli oder Spaß mit Flo. Dann findet ihr die Playlist, könnt ihr folgen. Wir schmeißen immer Songs rein, die wir gerade aktuell gerne hören. Und bei mir findet ihr da auf jeden Fall einen guten Schnitt von allem, was ich höre. Bei Flo genauso. Also, wer jetzt wissen will, was hörten ihr, sagt mal eine Band oder so, dann rein damit. Gönnung. Ja, mach mal. Der nächste Morgen. Ich muss meine wirklich auf mal wieder See, aktualisieren. Im Mittelmeer. Kurs Barcelona. Oh, das geht ja hier so schnell. Hardrock-Fans zerfallen bei Sonne nicht zu Staub. Auch sie genießen einen perfekten Morgen. Sagen. Entspannen. Ganz in Schwarz. Der schwimmende Schwermetalldampfer, ein Ort der Ruhe für ein paar Stunden. Selbst die Biergelage dezent leise um diese Uhrzeit. Er ist der Mann, der dafür sorgt, dass der Alkohol niemals ausgeht. Oliver Schulz, Hotelmanager, ist verantwortlich für alles rund um die Themen Schlafen, Essen, Trinken. Letzteres ist auf dieser Reise eine... Es sieht aber auch so ein bisschen so aus, als ob bei dir mit einer Hand das Genick brechen könnte, oder? Ja, habe ich aber auch gerade gedacht. Ich hätte gerade ultra gerne einen Oliver Schulz, der kann sich bei mir um Schlafen, Essen und Trinken kümmern. Ja, nee, Paul, diese Woche gibt's nur um Trinken und Schlafen. Essen ist nicht. Echte. Erste Regel, lass sie niemals das Bier ausgehen. Oh ja. Das ist die Verteilerstation. Also von hier aus gehen die Leitungen hoch zur Bar. Wenn man zum Beispiel nimmt, wir haben in der ersten Stunde, also wie die neuen Gäste kamen für die Full Metal Cruise, in der ersten Stunde haben wir 40 Fässer gebraucht. Also da stand wirklich einer nur hier unten, um den ersten Schwung abzufangen, Bruder, und hat dann 40, 50 Liter Fässer in einer Stunde angesteckt. Wir rechnen die fünffache Menge an alkoholischen Getränken während dieser... Kurze Service-Nachricht. Meine Playlist ist aktualisiert. Sehr schön.
Der Full Metal Cruise. Bis jetzt gehen die Zahlen gut auf. Die erste Reise war 7 Tage, jetzt haben wir 5. Wir haben es runterkalkuliert und bis jetzt alles wunderbar. Am ersten Tag gab es 6.500 Liter Fassbier und 11.000 Dosenbier. Im Vergleich dazu Wasser waren es 800 Liter. Oh, Laderäume vollgestopft auf 2 Etagen. Das ist aber nicht gesund. Für die insgesamt 20 Restaurants, Bars und Lounges an Bord. Für diese Reise gilt, weniger Essen, mehr Alkohol. Viel mehr Alkohol. 2000 Liter pro Stunde. Die einzelnen Bars, die gehen dann nach oben und werden dann... Aber 17.000 Liter Bier auf 800 Liter Wasser ist schon höher. Ist eine Ansage. Was sagte er? Ja. 50-fache Menge an Alkohol, was sie sonst dabei haben? Ist schon heftig, Alter. Ist schon heftig. Ja, wirklich. Auf die Bars verteilt. Also hier sind die, ist unser Spirituosenlager. Wir gehen auch gerne mal rein. Ja, gerne. Also das, normalerweise ist es nicht so voll. Das haben wir jetzt wirklich aufgestockt für die Full Metal Cruise. Also von Wodka über Jack Daniels. Digga. Baileys wird auch gerne von den Damen getrunken. Und hinten wird es weitergehen mit Wein. Also der gute Stoli, wer kennt ihn nicht? Club liegt ganz weit vorne bei den Mettlern. Man muss flexibler sein an Bord, weil wir jeden Tag in einem anderen Land sind. Wir haben wesentlich mehr verschiedene Paul, Nationalitäten, macht die Augen zu. Die auf engem Raum zusammenleben. Die zeigen man Essen. Kann halt nicht nach Hause gehen abends und die Türen so sich zumachen und dann vielleicht mal für 2 Tage daheim bleiben. Also ist schon anders. Ich finde auch gut, dass wir uns für einen Tag Saftkörn entschieden haben, Olli. Ein paar Stockwerke weiter oben arbeiten die Gäste eifrig daran, die Lager wieder leer zu trinken. Erster Stopp. Barcelona. Ich habe halt aber auch das Gefühl, dass während dieser Kreuzfahrt zu keiner Minute irgendwo an irgendeiner Stelle Normalität herrscht. So wie man es auf dem Kreuzfahrtschiff gewohnt ist. Da stand gerade einer mit einem Dudelsack auf dem Tisch und 100 Leute drumherum so alle. Ja. Ich glaube, da ist einfach nur alles anders wild. Wo ich sagen muss, du hast doch bei der mit dem Slipknot-Pulli gesehen. Zu Dudelsack-Headbang ist schon schwierig. Ja. Auf jeden Fall. Ist schon eine Herausforderung, glaube ich. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass da einfach die ganze Zeit, keine Ahnung, da stellen sich einfach Leute auf die Tische und machen so Ansagen wie so vor einer Schlacht. Weißt du? Also so eine große Motivational Speech, bevor man sich auf die zwei Gruppen aufeinander losgehen. Alle, und sich alle geben, haben so. Einmal die Braveheart-Rede vorbereitet. Genau das. Auf anderen Kreuzfahrten stehen die Passagiere jetzt Schlange, um an Land zu gehen. Die Metal-Gemeinde feiert erstmal an Bord weiter und genießt das Rahmen- und Animationsprogramm. Es sind zwei Typen mit Dudelsack. Mambo Kurt. Es sind drei sogar und einer hat eine riesen Trommel. Metaller verstehen Spaß und brauchen genauso Animationen wie andere Urlauber auch. Mambo Kurt ist in der Szene ein Star, an- und einheitsam. Obwohl der Mann aus Bochum gar keinen Hardrock spielt, ist er unverzichtbarer Teil der Reise. Das ist der Tourmanager von Accept. Oder das größte Groupie von Accept. Oder der Bassist von Accept. Ich weiß es nicht. You have wonderful metal hair. Und es ist in der Wärme schon kritisch heute, aber das sind Profis. Alter, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, es gibt Menschen, die leben die ganze Zeit nur hinten in der Party-Area. Er hat einen Schluck von denen jetzt auch genannt getrunken. Wird. Da gibt es Menschen, die wohnen da eine Woche lang, also die Künstler halt. Und das ist der große Unterschied. Du kommst Mambo hier nah Kurt, an die Gäste ran. Sogar die Leute auf dem Schiff, also die Bediensteten, haben so eine Art Mambo Urlaub Kurt. Diese Woche. Weil die Metal-Fans halt so entspannt sind. Wenn hier der Service nicht so 104%ig gut ist, dann ist das hier bei einer Metal-Kreuzfahrt egal. Also. Und deswegen sind alle ganz entspannt. Alles ist hier ganz locker hier und super. Und damit das so bleibt, hat der Hotelmanager Bier nachgeordert. Viel Bier. Über 50.000 Liter sind nun insgesamt an Bord. Digga. Sicher ist sicher. Das reicht nicht? Das wird nicht reichen? Ah, this is the new ones, guys. This is the fresh. Is this the new order? Ja, also wie man hier sehen kann, das sind schon die ersten Paletten fürs heutige Loading. Dann kriegen wir noch ungefähr 200 Flaschen Jack Daniels und ungefähr noch 4.000 Dosen an Softdrinks. Dann haben wir die nächsten 2 Tage auch genug für die Herrschaften. Das ist, jetzt verstehe ich erst das Full in Full Metal Cruise. Mhm. Aber stell dir wirklich mal vor, du hast den Super GAU und da ist alle. Wie gesagt, ich habe die Geschichte mal gehört, dass sie das, was sie dabei hatten, geplant hatten, dass das irgendwie ein Drittel der Zeit schon weg war und die richtig Stress hatten deswegen mit den Leuten. Weil da geht's los. Ich glaube, da wird es handgreiflich dann. Ich war schon auf solchen Veranstaltungen und alleine, wenn du zu solchen Veranstaltungen, wenn bei kostenlosen Veranstaltungen, wo du eingeladen wirst, keinen Cent zahlst, ja, und wenn da nach 4 Stunden Party plötzlich der Alkohol ausgeht, dann steigen dir die ganzen Leute aber auch auf die Barrikaden. Heftig, Alter. Ihm bekommt die zahlende Kundschaft nichts mit. Sie feiert mit Mambo Kurt an der Hammond-Orgel.
Was soll das? Nee. Was ist das? Ja, sorry, aber wie geil, Alter. Eventchef Lutz Meil und die Wackenmacher Mambo checken nebenan halt, die Bühne für den nächsten Act. Subway to halt Sally. Erster Linie die spielen Giro. Sonst auf riesigen Festivals und auf Megabühnen. Hier dagegen schon beinahe unplugged. Ich gucke, was gucke ich? Subway to Sally kommt jetzt. Nette Jungs, auf jeden Fall. Ah. Ja. War beim Gitarristen, Schlagzeuger war ich auf dem Hausboot in Berlin. Ultra, ultra entspannt, voll geil. Machen wir kleine, edle Konzerte und keine großen Shows. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Das ist natürlich der Zeit geschuldet, dem Platz. Und es gibt auch keine Special Effects, Feuer an Bord ist ja nur wo. Das gibt es nicht, also Pyrotechnik, was man vielleicht von großen Konzerten, von großen Bühnen kennt. Das gibt es hier nicht, das braucht es aber auch nicht, weil es kleine, feine Konzerte sind, wo man direkt neben der Bühne stehen kann und direkt neben dem Künstler stehen kann. Fans. Ein bescheidener Rahmen für ein Subway to Sally Konzert. Dafür leben die Fans mit den Stars. Subway to Sally kommt los. So geil. Ich denke mir so, ja, Subway to Sally habe ich lange gehört. Kenne ich auf jeden Fall. Finde ich mega geil. Erster Song, der angespielt wird. Mein Gehirn. Kenne ich nicht. Die haben aber auch viele Songs gemacht. Ne? Also wirklich richtig viele gemacht. Ja, aber ich dachte tatsächlich, da hätte ich mich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt und hätte gesagt, ich habe zumindest jeden Subway to Sally Song schon mal gehört. Wenn er nicht älter ist als... Ja, aber wenn er nicht neuer ist, meine ich, wenn er nicht neuer ist, wenn er nicht neuer ist als 5-6 Jahre. Ja, okay. Das Tür an Tür. Reden, aber nein, feiern, trinken miteinander. Oder besuchen die Metal-Modenschau. Die Models meist zahlende Kunden. Die schiffseigene Shopping-Mall dagegen ist während der Reise ziemlich verwaist. Mit dem Angebot für den Durchschnittskreuzfahrer kann ein echter Metaller nichts anfangen. Digga. Der weint bestimmt. Den Wellness-Bereich haben die Reiseveranstalter deswegen metalgerecht umgekrempelt. Wo sonst Augenbrauen gezupft und Masken aufgelegt werden, ist ein Tattoo-Studio eingezogen. Lol. Ingo Marx ist einer der ersten Kunden. Ich zitter. Das ist ja grandios. Ein Metaller ohne Tattoo, das ist nicht normal. Ingo ist so ein seltener Fall. Ja, ich bin schon völlig nervös. Ich bin Katrin. Hallo Katrin. Ich hab's gewonnen. Und unsere Jungen. Falls ihr euch gedacht habt, der Große ist nervös, weil er tätowiert wird. Nein, er ist nervös, weil sein Kind kriegt sein erstes Tattoo. Das ist geschenkt. Ja. Super. Ich hab gedacht, er ist ja noch Jungfrau. Ja, noch nie tätowiert worden. Jetzt wollen wir schauen, was es gibt. Super, das machen wir. Jetzt gucken wir mal, wohin. Schönes Tribal hier oben, weißt du so? Das klären wir jetzt mal. Schablone habe ich hier schon. Tätowiererin Katharina sticht an Bord nur zwei Motive. Das vom Wacken-Festival und das der Full-Metal-Cruise. Der Kfz-Mechaniker entscheidet sich für Letzteres. Ich hoffe nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich denke, ich bin nicht schmerzempfindlich. Wenn ich weinen sollte, schalt die Kamera aus, okay? Aber eine fiese Stelle, oder? Schon tough. So schnell fällt er nicht aus den Socken. Nee. Ein bisschen Respekt, würde ich sagen, hat man immer davor. Also der geht nicht verloren. Ja. Aber so diese ganz große Angst, die vergeht nach dem ersten Mal. Ach, ich bin manchmal das, mit dem Ton da, Alter. Das, übel. Musik ohne. So fiese Höhen. Man kann halt auch. Ja. Die interessierte Metallergemeinde schaut vorbei. Geil. Gaffen die da einfach bei. Bingo! Ich krieg doch nichts. Hör mal, könnt ihr diese Augen lügen? Wenn man diese Freunde hat, braucht man keine Feinde. Ja, aber das ist ja das Schöne an der Metal-Gemeinde, ne? Ey, wie wenn viele Floskeln da jetzt waren. Ja, ja. Oder erstmal zum Zimmer schlechten hingehen. Menschen das ist immer gut. Irgendeiner trägt dich. Es ist egal wer. Irgendeiner trägt dich nach Hause. Das Tattoo hat Ingo gewonnen. Dafür darf er gut 2 Stunden lang kleine Nadelstiche ertragen, während draußen im Sonnenuntergang die Partygemeinde feiert. Jetzt mal die Frage an den Tattoo-Profi. Darf man, wenn man tätowiert wurde, darf man doch erstmal nicht saufen, oder? Muss was man? Du danach machst, was du danach machst, ist, was du danach nicht tun solltest, ist ja was anderes. Aber prinzipiell, also du solltest davor nicht unbedingt saufen und du solltest ein paar Stunden danach nicht unbedingt saufen. Manchmal gehört zu haben. Ja, naja, alles, was das Blut verdünnt. Du sollst davor auch kein ASS genommen haben. Ja, okay.
Oder Aspirin im Zweifelsfall halt, ne? Kit schreibt im Chat also, gerade übrigens Kameras aus, also hat er geweint. Stimmt. Ja. Alles, was irgendwie mit Blutverdünnung zu tun hat, ist halt kacke. Außerdem musst du eine Einwilligung unterschreiben, für die musst du nüchtern sein. Ansonsten ist das Problem und so weiter und so fort. Und Alkohol ist halt auch das Problem. Kommt schneller zu Kreislaufproblematiken beim Tätowieren und so weiter und so fort. Also du solltest schon möglichst nicht besoffen sein, wenn du dich tätowieren lässt. Übrigens, dieser Cocktail da lebt sehr gefährlich. Welcher Cocktail? Ach links. Da, lol, du hast ein anderes Bild als ich. Echt? Ich, so. Ja. Witzig. Okay, ich drück Play. Ja, es war genau ein Frame. Und dann wurde der Cocktail daran gerettet. Arbeitet, das Bier leer zu trinken. Zur Musik von Onkel Tom, einem der Metal-Spaßmacher auf der Reise. Was zur Hölle? Ein Souvenir, das Ingo sein Leben lang begleiten wird. Es ist vollbracht. Ja, ich. Sorry, aber wenn Onkel Tom gerade Metal war, dann ist A, Papa Roach aber mal sowas von Metal. Ja. Und B, dann sind aber die Onkels auch Metal. Digga, alles ist Metal. Alles ist Metal. Alles ist Metal. Metal. Metal, Leute. Metal. Ich hab's geschafft. Und ich auch. Du auch. Feierabend. Und er saß ist da jetzt anfassen? Mit dem Lichtwechsel, er saß da jetzt 8 Stunden. Das statt 2. Das kriegt man nicht wieder ab. Ja, und alle haben zugeguckt. Ja. Da hast du nichts an der Hände. Das ist dran. Das ist bei Papa dran. Wenn das für euch ist, ich meine, ich werde... Geil! Leck mich am Arsch. Das ist schön, ne? Ein Ding fürs Leben. Richtig geile Geschichte. Erinnert einen dann immer wieder zurück an eine geile Fahrt mit geilen Menschen, mit einer geilen Crew und einer Top-Tätowiererin. Dankeschön. Gerne. Tipptopp. Klasse. Jetzt haben wir uns einen Trink verdient. Alter, warum ist er denn so? Adrenalin, Alter. Der hat gerade richtig Schmerzen gehabt und richtig lang geweint. Der ist jetzt einfach voll gut drauf. Weißt du? Alles rausgelassen. Ich habe gerade das Gefühl, als würde er gleich, er geht dann durch die Tür durch, geht auf die Knie und fängt an zu weinen. Ja, Mann. Also obwohl er so krass gehypt ist, habe ich das Gefühl, jemand sollte ihn mal in den Arm nehmen. Ja, oder er hält gleich irgendwie eine richtig krass motivational Speech. Auf jeden Fall sollte er mit dem Tattoo jetzt erstmal weg von dem Pissepool bleiben. Oh ja, um Gottes Willen. Der Metaller. Ein ganz eigener Menschenschlag, der hier unterwegs ist. Ein wenig schräg, ausgefallen, aber selten ausfallend. Und die Nacht in Barcelona endet mit viel Alkohol, Musik und bester Laune. Wo hat er sich verirrt? Der nächste Morgen, 7 Uhr. Nachtruhe auf dem 30.000 Tonnen schweren Koloss. Anders als andere Kreuzfahrer liegen die meisten Metal-Fans um diese Zeit noch in den Kojen. Die Nacht war lang, die Party hart, der Alkohol floss in Strömen. Für die, die zu tief ins Glas geschaut haben und alle anderen Fälle, gibt es an Bord ein Hospital. Dr. Klaus Merle ist einer von 2 Ärzten an Bord. Zu Dienstbeginn berichtet Schwester Cecile über die Fälle der vergangenen Nacht. Seekrankheit und Grippesymptome wegen der Klimaanlage oder sonst halt, wenn man draußen. Das wäre ich. Boah, Alter. Ist, so ein bisschen stell dir mal. Kopfschmerzen sind auch ein bisschen Thema. Stell dir mal vor, du gehst auf so eine Fahrt, Metal Cruise, kommst an, Tag 2 Grippe. Ah, ätzend, Alter. Oh, das muss die Hölle auf Erden sein, Alter. Ey. Richtig kacke. Da, oh. Ja. Und direkt in Quarantäne nichts, dann auch. Oh ja, gib ihm. Gab's damals, sowas gab's damals noch nicht. Ja, okay. Ah. Seit 12 Jahren fährt Klaus Merle zur See. Immer 2 Monate im Jahr. Dafür nimmt der Werksarzt eines großen Unternehmens extra seinen Jahresurlaub. Die Füße hochlegen ist nicht sein Ding, sagt er. An Bord könnte er nahezu alles behandeln. Von der Notfallmedizin bis hin zur Intensivstation bietet das schwimmende Hospital fast alles. Der Arzt hatte sich im Vorfeld auf lange Nächte eingestellt. Metaller saufen und feiern schließlich, bis sie umfallen. Ein Vorurteil, das fast jeder schon mal gehört hat. Herztransplantation, kein Problem. Es wird sehr viel Alkohol getrunken. Das heißt also, es könnte einer mal die Grenze nicht kennen und könnte bewusstlos da liegen, dem man dann helfen muss. Es könnte einer auch stürzen, dass es einen Unfall gibt. Aber das alles haben wir bisher nicht erlebt. Der Durchschnittsmetaller dieser Reise unterscheidet sich vom üblichen Kreuzfahrtpublikum nur äußerlich. Der frisch tätowierte Ingo genießt den Familienurlaub. Zusammen mit Frau Katrin und Töchterchen Juna. Ja.
Ist dein Bademantel immer viel zu klein? Der Typ sah aus wie Joe Gerner, der da die Treppe runterkam, Alter. Mit dem kleinen Kind. Lol. Was ist los? Den Namen habe ich auch schon mal unter den Schwingern. Hier kennt jeder jeden. Der Typ ist privat voll nett. Und so viel sind 2000 Mann dann auch nicht. Alter, aber Ingo kennt alle. Und alle kennen Ingo. Vielleicht kennt Ingo auch einfach niemanden, aber alle kennen Na, Ingo. Ja, geht's. Er hat auch immer gute Laune. Er findet schon witzig guten Er hat aber auch einen schönen Tisch. Doch, klar. Oh ja, ich hätte auch Rocker braucht mal eine Auszeit. Vier Töchter und einen Sohn hat die Familie. Auf den großen Nachwuchs passen zu Hause in Norddeutschland Freunde auf. Mama und Papa Marx machen erstmalig mit der Kleinen Alleinerholungsurlaub. Nee, Stress ist das gar nicht. Also wir verabreden uns ja zu gewissen Konzerten und einer passt aufs Kind aus, der andere ist dann, auf dem Konzert. Also das kann man sich schon, man kann das schon arrangieren. Aber nee, Stress ist das nicht. Das macht ja auch Spaß. Ne, du hast ja Gespräche alleine schon dafür oder darüber, dass wir die Kleine mitnehmen. Das sind viele Leute, die fragen, die Fotos machen, die dann auch mal die Kleine nehmen und hüpfen mit der durch die Gegend. Sie das gleicht sich schon gut gesehen. Aus. Die sind ja, doch. Man hat ja alle Ingo kennengelernt. Ist da. Das sind ja alles lustige Typen. Aber Ingo redet doch noch da hinten. Was ist das denn? Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so vormittags, gerade jetzt, wenn alle noch nicht so besoffen sind und alle noch so noch nicht so viel Alkohol in das haben, ist das für ein Kind auch ein richtig, richtig fantastischer Ort, glaube ich. Ich glaube, alle sind nett, alle lieben Kinder, viel zu entdecken. Ich glaube, das ist sehr geil. Housekeeping! Keine Antwort. Digga, du hast nicht mal eine Sekunde gewartet! Das ist das typische Ding. Housekeeping-Tür ist schon offen. Während die Familie frühstückt, reinigen Hausdame Ganna Sadikova und ihr Team das Zimmer. 16 Mitarbeiter wuseln allein auf diesem Stockwerk morgen für morgen umher. Das ist Clemente aus Nicaragua und das ist Silvia aus Indonesien. Das ist meine Geil. Meine gute Seele. Ich habe mich gefürchtet, dass... Das ist so geil. Ich fühle das zu sehr. Haufen 86 schreibt gerade, der lügt. Ich habe erst vor 3 Wochen Urlaub mit einem Zweijährigen gemacht. Das ist purer Stress. Und ich fühle das gerade so sehr, Ich Alter. Sag dir auch, für den Zweijährigen ist das geil. Nicht für die Erwachsenen. Ja, das stimmt. Wirklich viel Arbeit habe. Aber ich habe mich so überrascht, dass die Leute ganz freundlich, ordentlich sind und hilfsbereit. Sogar wir haben Gepäckauslade gehabt. Sie haben dabei geholfen. Wir haben ganz viel zu tun gehabt, dass... Und die Gäste fragen, wo ist mein Gebäck? Ja, kommt gleich. Hat man schon erfahren, wo sie herkommt? Weil ich krieg bei ihr so ganz typische Spanien-Vibes, so wie sie redet irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Brasilien, Spanien, oder das Andalusien. Ja so, die Richtung, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe so ein ähnliches Feeling. Ich hab's nicht gesehen. Wir haben noch viel zu tun. Und sie haben mitgeholfen. Philippinen. Ich war wirklich sehr überrascht. Nee. Und die Zimmer sind so okay. Manchmal fangen wir später an, weil die Gäste haben Party vorher gehabt und wollten ausschlafen. Aber trotzdem ist es wirklich kein Problem, Service zu machen. Töchterchen Juna hat inzwischen ihr Rührei bekommen. Familie Marx frühstückt, während das Schiff wieder ablegt. Nächster Stopp, Ibiza. Bis zu 21 Knoten schnell könnte die Mein Schiff fahren. Aber an Bord hat es niemand eilig. Die ohne Außenkabine tanken Sonne auf dem Oberdeck. Doro Pesch genießt lieber die vorübergehende Ruhe auf der Veranda ihrer Suite. Die Stimmung ist grandios, weil die Leute sind eigentlich da so zum Feiern. Das ist also ja, noch schöner als ein normales Konzert. Wie läuft denn das? Sie hat ihr Konzert jetzt am ersten Tag gespielt. Bleibt die jetzt den Rest der Kreuzfahrt einfach da und chillt und genießt die Kreuzfahrt? Oder? Das wäre ja voll geil. Insofern die nicht nochmal auftritt, würde ich sagen, ja. Stell dir mal vor, als Künstler ist das eine geile Nummer, oder? Ich weiß ja nicht, wie viele Bands da sind. Vielleicht sind ja auch nur 4 Bands da und die spielen jeden Abend. 10 Bands, sagten sie, glaube ich, oder so? 10. Ah, stimmt, es kann sein, dass sie jeden Abend woanders spielen. Ah, das wäre natürlich auch gut. Wo wir hier sitzen, ich merke auch den Zugang. Die ist so gut wie nie bei den Fans, schreibt Taki. Als ich so eine Kreuzfahrt mitgemacht habe, war ich total seekrank und musste dann auf die Bühne. Also ich glaube, ich war grün im Gesicht, meine Band auch. Das ist also dann heftig, aber da muss man halt durch. Der Mann, der die Rockgröße und die anderen 2000 Passagiere übers Mittelmeer fährt, ist ein Seebär alter Schule. Kapitän Rolf Noack. Digga, so eine Kapitänskajüte hier, so eine Kajüte.
Captain Deck, die Brücke, genau, danke, das suchte ich das Wort. Sieht halt egal in welchem Schiff, aber sieht immer nach fucking Star Trek aus, wenn ich ich bin immer so, ne? Absolut, ja. Alter. Kurzes Briefing durch den ersten Offizier. Rolf Noaks Job, eher der eines Kontrolleurs. Auf der Kommandobrücke greife er nur in außergewöhnlichen Situationen ein, sagt der Kapitän. So, then let's have a... Bei extremer Wetterlage zum Beispiel, beim An- und Ablegen manchmal. Ein wenig wehmütig wirkt er, wenn er das sagt. Vieles hat sich verändert, seit er vor Jahrzehnten fragt, aber mit 16 erstmalig zur See fuhr und Schiffe noch nicht vollautomatisiert waren. Man hat die Entwicklung der Technik zu akzeptieren. Also so weit bin ich gekommen in meinem Leben. Natürlich gehen gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten verloren mit der Entwicklung der Technik. Oder besser gesagt, was man früher wissen und können musste, also richtig können aus dem FF, diese Fähigkeiten haben sich verlagert in andere Bereiche. Das Steuern des Schiffes muss der Matrose 1A können. Ich auch noch. Ich steuere das auch per Hand, die letzten Meter. Das sieht nicht so aus wie ein Schiffssteuer. Digga, sag mir, dass du damit das ganze Schiff steuerst, bitte. No das wäre so schön. Digga, das wäre so geil. Irgendein Ingenieur hat sich gedacht, Digga, komm. Riesenschiff, kleiner Joystick, fühle ich. Was, bitte? Alter? Das ist ja nur geil. Und damit kann ich den gewünschten Kurs einstellen. Aber ich kann auch das Schiff automatisch auf unseren gewünschten Weg, das ist die rote Linie, der sogenannte Track, von alleine steuern lassen. Geil, bin ich Fan. Eine alte Regel, die auch noch in hochtechnisierten Zeiten gilt, die größte Kajüte gehört dem Kapitän. Oder war das gerade irgendein Seemann-Witz, den will ich verstehen. Hier erledigt der Chef Schreitarbeiten, führt während der Reise, empfängt Gäste, hält Meetings. Hier schläft er auch. Immer 3 Monate am Stück von Ehefrau und Kindern getrennt. Das ist mir auch gerade aufgefallen, als ich sagte, war nicht geplant. Ich muss aus meinem Schaf wegmachen. So. Ja. Ist ihm peinlich. Den muss ich immer mitnehmen. Mit Kreuzfahrtpublikum kennt sich der Kapitän aus. Seit der ist sympathisch, der Typ. Dass er nun eine 2000-Mann-Horde Heavy-Metal-Fans an Bord hat, bereitete ihm vor Reiseantritt schon etwas Sorge. Meint ihr, der würde, wenn das Schiff untergeht, meint ihr, er würde nicht fliehen und mit seinem Schiff untergehen wollen? Ist er so einer von der alten Schule? Nee, der hat Frau und Kind zu Hause. Der wird aber trotzdem... Also, meinst du, er verlässt das Schiff als Letzter? Ja, so das glaube ich schon. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Oder er ist so eine richtige Snitch und hat auch sein privates Ablegeding. Ja, er hat so eine Rakete, mit der er dann wegfliegt. So ein Rettungsport. Er hat so ein geiles, kleines, gelbes Unterseeboot auf, ja, damit keiner mitkriegt, dass er schon lange weg ist. Macht's gut, so eine, Idioten. Dann gibt es so einen Knopf, den kann man drücken. Und dann bläst sich so ein bläst sich so ein Gummikapitän auf, der dann an der Brücke an einem Fenster so steht. So. Oh, mit so einer Voicebox. Keine Panik. Frauen und Kinder zuerst. Frauen und Kinder zuerst. Fühle ich. Meine Arbeit hier vorne beeinflusst das nicht. Aber natürlich, was der Passagier ist, was er macht, hat doch einen gewissen Einfluss. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen lauter. Na, was der Passagier ist, das liegt ja wohl in erster Linie an der Küche. Warte. Danke. Danke. Wenn eine Band spielt, dann werden wir schon ein bisschen vibrieren. Aber ich bin positiv überrascht. Hätte es nicht gedacht. Perfekt. Ein sehr höfliches, nettes Publikum. Und es passt. Liegt auch am Alter. Und hier feiern sie, die höflichen Kreuzfahrtgäste. Oh nein, nur ein paar Meter vom Kapitän entfernt, bringen sie die Kommandobrücke zum Beben. Es singt und trinkt Onkel Tom. Beides beherrscht er in Perfektion. Stars und Fans sind in diesem Moment längst nicht mehr auseinanderzuhalten. Die Benutzung des Pools in Straßenkleidung ist übrigens laut Schiffsordnung verboten. Was ist Onkel Tom? Ist Onkel Tom so ein bisschen JBL in anders? JBO meinst du? Ja, JBO. JBL waren die Kopfhörer. Kann sein. Ich habe keine Ahnung. Falls irgendjemand beantworten kann, gerne. Was denn? Ich habe jetzt gerade so das Gefühl gehabt.
Olli kann das beantworten. Was kann ich beantworten? Was, Onkel Tom? Ja, so ein bisschen JBO, oder? Ja, es ist so ein bisschen halt Party Rock, Party Metal, ja. Ja. Gibt's ja einige, die man vielleicht kennt. Vicky Vomit, auch super Tipp, kennt kaum einen Schwanz, aber hat richtig lustige Musik gemacht, aber geht voll in die gleiche Richtung. Vicky Vomit, Alter? Vicky Vomit hat richtig, richtig lustige Musik gemacht. Glaube ich, ist wirklich gute Sachen. Come on, Alter. Die klingt, als ob sie aus einem ganz anderen Genre kommt. Digga, ich war auf einem Konzert von Vicky Vomit gewesen, damals mit ein paar Leuten vom Campingplatz. Waren, weiß ich nicht, 80 Leute da oder so, war halt wirklich nicht viel. Und mitten im Konzert haben sie halt die Anlage kaputt gespielt. Die ist halt einfach durchgebrannt und haben dann Capella den Rest des Konzerts weitergespielt. War einfach ein Legendenkonzert. War einfach wirklich gut. War richtig nice. Gruppe Die Gurken on Tour haben sich für einen Landausflug entschieden. Ihr größter Star heißt UDO. Udo Dirkschneider. Frühermals an alle, die es gerade versuchen, seinen Namen zu schreiben. Mit V, Vicky, und dann Vomit wie Kotze. Sänger bei Accept. Und der gibt ein Konzert in Ibiza Stadt. Auf einer Burg. Da müssen sie einfach hin. Die Familie hat schließlich Metallenblut. Das ist eigentlich unser Lebensinhalt, schon 30 Jahre. Ich habe meine Frau beim Heavy kennengelernt. In so einem kleinen Dorf hat eine Heavy-Band gespielt, in Straubitz. Die Brille von dem Typen links macht mich fertig. Ja. Können wir uns das gar nicht mehr ohne hat die Bügel oder klebt die vorne so? Die hat er so geil an seiner Mütze fest. Das ist das beste Beispiel. Ja, Vater und Tochter. Ist das so eine Arbeitsschutzbrille, oder? Ich muss da irgendwie eine Arbeitsschutzbrille rumliegen. 50.000 Einwohner, Hauptstadt der Insel, die als Hochburg der Elektroszene bekannt ist. Für einen Abend... Was hat Flo gesagt? Er sucht jetzt Brillen. Nice. Wusste ich doch, ich habe irgendwo noch eine Arbeitsschutzbrille. Hier eine gute von... Weiß ich nicht. Ja, das ist aber genau der Look. Das ist genau der Look. Warte mal, wie hießen? Es gab doch dieses Meme mit diesem einen lockigen Mädchen, diese lockige Haare hat, diese Mädchen, die dann so die Kamera dreht und den Dance macht. Ja, sieht exakt genauso aus. Auf jeden Fall, Alter. Genau, guck mal, sie ist nicht ansatzweise an meinen Ohren. Nee, aber es ist genau ist so der perfekt. Look. Ist genau der Look. Oh yeah. Schön, da sehe ich mich. Das ist jetzt meins, das ist mein nicht. Neuer, das ist mein neuer Style. Der Menschen, wohin man sieht. Ich mach das groß. Zeichen des Metal. Wir haben es ja gleich schon, guck mal. Oh, die Kuhnüsse. Die Kuhnüsse. Du bist auch gleich zehnfach mehr Metal. Beim Blinzeln sind meine Wimpern dran. Very nice. Schatz, machst du da von dem Foto? Komm, wir gehen mal hier rüber. Tu mal davon ein Foto, Schatz. Digga, ich guck dir einmal ins Gesicht und denk mir, Digga, der ist jetzt wirklich 100% mehr Metal. Das hat's gemacht. Das hat's gemacht einfach, wirklich. Als wenn du eine Kutte trägst. Und hier sieht man das Schiff mal in voller Größe. Ey. Das ist echt der Hammer. Oder Birgit macht von uns vielleicht. Wollen wir ein Gruppenfoto machen? Also sorry. Schaut auf Flo. Ja. Warte. Schaut auf Flo, jetzt auf den Typen. Back at Flo, zurück zum Typen. Warte kurz. Ey, ihr seid Brüder. Warte kurz. Warte. Warte, jetzt. I see no difference, Alter. I see no difference, wirklich. Es ist quasi sein Spiegelbild. Großartig, ja. I love it. Sehr schön. Ich bin eher so der Typ in der Mitte. Ja. Aber auch das ist okay. Ist Managing Director Hanno Mark Richtung Theater unterwegs. Dort soll es am Abend noch einmal final krachen. Dort, wo schon Entertainer von Weltruf das Publikum mit sanften Tönen verzaubert haben, braucht es für den kommenden Hauptakt vor allem viel Bass. Final krachen klingt aber auf einem Kreuzfahrtschiff auch eher so nach Anschlag, oder? Finde ich jetzt gerade. Das klingt nach Untergehen. Ja. Ja, Freunde, kurze Frage. André hatte mich mal gefragt wegen der Basssituation hier in der Hütte. Ne? Ist ja ein schwieriges Thema so, soundtechnisch. Kurz vor dem Ende der Reise steht noch wir müssen Bühnen noch die Basssituation klären. Soundcheck. Die Cruise war lang. Geil, auch. Hast du die Antwort daraufhin gehört? Nee, Entschuldigung. Ganz leise im Hintergrund hast du einen gehört. Du sprichst aber gerade mit Lichttechniker, ne? Einigen im Team nicht spurlos vorbeigegangen. Inzwischen ist aber viel Routine eingekehrt. Der Laden läuft.
Das ist für mich dann eigentlich so der glücklichste Moment, dass wirklich jetzt alles läuft und alle happy sind. Und natürlich der Gast am Ende des Tages sagt, wow, es war schön laut, es war ein guter Sound, es waren tolle Bands da, es hat super Spaß gemacht und das ist für mich genauso wichtig wie alle anderen auch. Ich brauche jetzt nicht, dass ich noch größere Mischpulte, noch größere PA, das ist erstmal egal halt. Das Gesamtpaket ist wichtig, dass das stimmt. Aber für meine Crew gesprochen halt, dass die eben eine Basis haben, auf der sie aufbauen können und dass das funktioniert. Aber ich gucke in die Gesichter, die freuen sich alle, haben Bock drauf. Wer den Landausflug gebucht hat, bekommt richtig großes Festival-Feeling. Fette Bühne nebst alter Burg, wie gemalt für Metal-Fans. Die Vorband spielt und mittendrin feiert sich die Spreewälder Großfamilie aus Lübbenbarm. Nur der Oldie der Reisegruppe geht erstmal shoppen. Aufs Geld schaut Peter Lehnert jetzt nicht. Der Krankenpfleger hat lang genug gespart. Metal ist sein Leben. Koste es, was es wolle. 15. 15, gut. 15, ne? Ja, alles zusammen, 2000. Mit Merchandising, wenn man sowas kauft, dies und jenes, ne? Ein T-Shirt. Denke mal. Ja, ja, einkalkuliert, ne? 2000 Euro. Ja, ja, das leistet man sich dann schon mal, ne? Wie oft machst du das? Alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre, ne? Peter geht schon so lange denken kann zu Metal-Konzerten, wenn er es sich leisten kann. Schon eine kann. Ganze Stange Geld, oft zusammen mit Andy, dem anderen Spreewälder Hardcore-Fan. Ja, auch aber wenn es immer teurer wird. Fünf Tage Urlaub mit was du liebst, all-inclusive. Absolut. Ja, 100%. Ey, ganz ehrlich, Mann. Das, wenn, also, es ist ja sowieso immer, niemand braucht darüber diskutieren, ob irgendwas irgendwie viel gerechtfertigt wert ist. Wenn es demjenigen das wert ist, fertig, Ende der Diskussion. Ja. Also von daher, ich sage ja auch nicht, dass das nicht geht. Ich sage ja nur, also 2000 Tacken sind schon eine Stange Geld, Alter. Muss man einfach mal sagen. Ja, ist eine Stange Geld, aber ich bin immer noch fasziniert davon, dass man da so ein Ticket All-Inclusive 5 Tage für 1400 Euro kriegt. Finde ich irgendwie, habe ich einfach Bock drauf, das auch zu machen. Ja, pro Person, das heißt, die Kabine kostet ja trotzdem ja, wahrscheinlich 2,8. Ja, ja. Ah. Leidenschaft zu leben. Du hast bestimmt mehr wie ich. Ich habe mehr. In den 90er Jahren, da bin ich im Monat 3-4 Mal gewesen. Alles. Manchmal auch öfters, da waren die Preise auch noch nicht so. 20, 25 Mark, D-Mark damals. Oder bei Metallica 85 D-Mark. 69 damals in der Deutschlandhalle, ne? Da bin ich zweimal hintereinander gewesen, dann hoch, ne? Wenn es gut war. Ja. Heute sind die Preise etwas höher. Und da sucht man aus. Für diesen Abend haben sich Peter und Andy UDO ausgesucht. Eine ihrer Lieblingsbands. Eine sichere Investition. Und auch krass, an Bord des Kreuzfahrers so erweist sich die Basslage im Theater. Solche Spezialkonzerte an Land gehören dann auch noch dazu, optional, ja? Scheinbar. Sweet. Einfach alright. Auf der Burg so eine krass. Oh, aber ist das Dragon Force? Das ist ein Dragon Force, oder? Die musst du, glaube ich, extra buchen. Also zumindest. Ja. Wo habe ich das mal gehört? Ja, das sind Dragon Force. Die habe ich schon live gesehen. Fantastisch. Dragon Force begeistert die Massen. Die machen live so viel Spaß, Mann. Läuft natürlich auch direkt Through the Fire and Flames. Ja, was auch sonst. Wart ihr da damals dabei, Jungs? Ich glaube ja, oder? Bei der Dings-Party auf der Gamescom? Ja, Wargaming, als sie aufgetreten waren. Legende, wirklich einfach fantastisch. Vier Nächte lang Headbanging und Konzerte. Vier Nächte lang räumt die Crew hinterher auf. Dann ist die Party vorbei. Es ist alles viel ruhiger als erwartet geblieben. Die höflichen Metaller haben nicht mal das gesamte Bier ausgetrunken. 28.000 Liter waren es am Ende der Reise. Über 20.000 bleiben übrig. Das Schiff legt wieder in Palma de Mallorca an. Oh, krass verkalkuliert, aber kurz vor oder? Ende der Cruise hat ein Passagier nochmal allen Mut zusammengenommen. Norbert, der von allen nur Bärli genannt wird, will seiner Manon einen Heiratsantrag machen. Sie weiß von nichts, als ihr Freund die Bühne betritt. Norbert, übrigens, kleiner Funfact, alter Name, setzt sich zusammen aus den Silben Nor und Bert, wobei das Bert übrigens für strahlend steht oder leuchtend und das Nor für den Norden. Norbert also, strahlender Norden. Krass,
Auf jeden Fall ist er, stand hinten auf seinem Shirt, 90% Motherfucker, 50% Son of a Bitch. Ladies and Gentlemen, vor der Band, die da schon in den Startlöchern steht. Ich sehe, der Chat hat seit 2 Tagen dieselbe Info. Ein junger Mann möchte sich in die ruhigen Jahre begeben. Sorry, ich muss kurz unterbrechen, weil jemand geschrieben hat, Harry Potter Podcast. Der Harry Potter. Fantastisch. Ja, okay. Ich bin jetzt seit über 8 Jahren dein Bernie. Und. Digga, sie hat noch Teigtasche im Mund, lass sie erstmal essen. Ich hoffe, du wirst meine Bernierin. Bernierin? Ah. Eine echte Metallbraut wirft so leicht nichts um. Nicht mal einen Heiratsantrag. Steve. Ich fand es ja voll schön mit dem Knutschen und so, aber dadurch, dass man direkt vorher gesehen hat, dass sie auch noch was im Mund hatte gerade, finde ich das gerade voll schlimm. Oh, es gibt noch nichts Schlimmeres als Zungkuss, der gerade gegessen wurde. Übrigens, Fun Fact, dass in Deutschland die Scheidungsrate zurückgegangen ist, und zwar von 52 auf inzwischen nur noch 40%. Echt? In okay. den letzten 10, 15 Jahren, finde ich. Krass. Eine interessante Entwicklung irgendwie. Einfach, weil es war ja immer so, die Hälfte aller Ehen lassen sich scheiden. Aber das geht hier immer mehr zurück. Ja. Die küssen nichts, sie füttert ihn. Ist ja furchtbar. Aber Stil vollendet ganz. Ja, nee. In Schwarz. Nee. Die künftige Braut Manon kennt ihren Bären ganz gut. Nach 8 Jahren Beziehung. Was ich gedacht habe, war, was macht denn der da schon wieder? Wie kommt der da hin? Zu viel Alkohol, wie immer. Und ich habe gedacht, auf der Cruise ist die beste Gelegenheit. Ne? Romantischer geht's doch nicht, oder? Und sie kommt wirklich nicht weg. Full Metal Cruise 4. Dieses Event nennt sich Wave and Smile und ist Bestandteil jeder Kreuzfahrt auf diesem Schiff. Die 780 Mann große Besatzung sagt Danke auf der Bühne. Danke, dass niemand das Schiff zerlegt hat. Danke, dass alle so höflich und freundlich waren und viel pflegeleichter als erwartet. Es war toll, denn alle gesund und munter hier. Der Zusammenhalt war toll zwischen Crew. Also es gab eine Hitaktion. Am ist cool, dass Tony ja auch auf dem Schiff auftritt. In Straßenkleidung übrigens. Alles super, wirklich, ganz toll. Viel Energie, war eine tolle Reise. Ich finde geil, wie der Sprecher die ganze Zeit auf die Nummer. Offensichtlich sind nicht nur die Crewmates, der Captain und die Besucher des Schiffs damit cool, dass mit Klamotten in den Pool gesprungen wird. Aber es muss jetzt zum dritten Mal erwähnt werden. Übrigens mit Klamotten in den Pool gesprungen. Super. Die Spreewälder schießen noch letzte Erinnerungsfotos. Dann geht es für sie und die anderen 2000 Rockfans von Bord. Ingo, Katrin und Töchterchen Juna haben ihre Sachen bereits gepackt. Das Schiff wird schon in ein paar Stunden wieder ablegen. Mit den nächsten Passagieren. Den üblichen, die mit Metal so gar nichts anzufangen wissen. Krass. Es mischt sich langsam. So was die muss sagen, wenn ich die einfach so umarme und küsse. Metal! Kommt ihr auch auf die Metal? Gruß? Lass schnell weglaufen, die rauben uns aus! Wir haben eine Menge Fische, liebe! Oh Gott! Ach, das ist eine große Familie, die Metaller. Und das hat man hier wieder mal, hat man wieder mal mitgekriegt. Das ist irre. Es ist einfach nur irre. Also für jeden, der da sich nur annähernd für interessiert, Leute, spart, macht dieses Ding mit. Es gibt nichts Geileres. Wie bei der Ankunft gilt auch jetzt. In wenigen Stunden muss das gesamte Equipment eingepackt und von Bord gebracht werden. Das Team hat inzwischen Übung. Und da der Reiseveranstalter nun weiß, dass die schwarz gekleidete Metallerhorde den Kahn nicht zerlegt, werden sie wohl noch oft umbauen. Das Traumschiff wird weiter als schwimmende Wackenbühne in See stechen. Geil. Schön. Schon beeindruckend. Die hat auch gute Laune gemacht. Ja, ey, weißt du, war doch mal eine Feelgood-Doku. Wir haben endlich, wir haben den Curse gebrochen. Ja. Schön, schön, schön. Freunde, Full Metal Cruise macht Spaß. Ist geil, wir haben viel gelernt. Und tatsächlich haben wir noch viel mehr solcher Dokus, die ihr euch angucken könnt.
auf unserem Kanal. Deswegen sage ich jetzt bis gleich. Bis gleich.